Leute, hier ist der Robert vom Simson-Geschwader Osthessen und ich habe eben gerade mit MZA telefoniert und habe mich bei denen erstmal komplett ausgekotzt. Ihr habt ja gewiss schon das Review gesehen zu diesem Tankdeckel hier. Wenn nicht, könnt ihr das auch einfach noch anschauen gleich. Auf jeden Fall habe ich auf einer Ausfahrt von ungefähr 20 Kilometern ca. 5 Unterbrecher verheizt. Sprich 1, sprich 2. Ja. Hier ist jetzt der dritte. Na, komm, wird scharf. So. Und die Unterbrecher haben ungefähr alle gehalten 20 Kilometer. Dann hatte ich die Schnauze voll. Dann habe ich das Ding abholen lassen. Hab's heimgefahren mit dem Auto und ja, dann war es halt. Ich weiß nicht, MZA sollte ja eigentlich auch daran informiert sein oder beziehungsweise informiert werden, dass es mal absolut scheiße ist. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man so einen Kondensator, ja, die sind auch scheiße übrigens. Manche gut, manche nicht. Auf jeden Fall, es gibt die Möglichkeit, dass man so einen Unterbrecher auch vernünftig baut. Hier zum Beispiel von dem Triumph. Ja, wird er mal scharf. So. So. Das hier unten, hier, ist ein Stück Kevlar eingesetzt. Und hier wäre quasi das Polrad dann. Da kann nichts abbrechen. Das ist vielleicht ein bisschen teurer in der Produktion. Aber ja, da hat man Ruhe mit und es funktioniert. So wäre das dann auf der Kurbelwelle bzw. auf der Nocke. Und vielleicht ist MZA der Rad auch interessiert, einfach mal zu sagen, oh, guck mal hier. Das ist ja gar nicht so lustig, dass die Teile so kaputt gehen. Ich hatte auch Tachowellen, die nicht unten richtig verpresst waren, sondern nur so 2 mm hinter dem Ende von diesem Drahtgeflecht. Statt man das 5 mm länger lässt, ein gescheit verpresst. Nee, ging nicht. Also habe ich es erst abgeschnitten ein Stückchen und habe es dann rein verpresst wieder neu. Hält jetzt im Endeffekt, aber ist ja nicht Sinn der Übung eigentlich. Gut, auf jeden Fall. Es gibt so viele Möglichkeiten, sowas gescheit zu bauen. Und selbst wenn es 2 Euro mehr kostet, ich glaube, da ist jeder gerne dran und zieht noch ein 2 Euro Stück und sagt, komm her, bevor das wieder nur so kurz hält. Wie hier auch abgebrochen, immer selbe Stelle. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. MZA hat mir gesagt, die haben kein Problem gehabt, das habe ich vorher gefragt. Also ob die ein Problem hätten mit der Serie vielleicht oder so, gibt es ja auch mal. Aber nee, da wäre angeblich nichts. Ich finde es leider schade. Aber momentan kommen wir nicht drum rum. Außer wir nutzen eine Wappe oder sonstige Geschichten. Aber da muss jeder selber wissen, was er macht. Ich bin eigentlich Fan von Unterbrecherzündung, weil sie halt eigentlich gut funktionieren. Und wenn was ist, ist es eigentlich kostengünstig zu reparieren, wenn die Teile natürlich halten würden. Von daher, ich wünsche noch eine angenehme Fahrt. Wir hören uns. Adieu.